Grüezi zusammen! Hallo, was kann ich denn für dich tun? Ich hätte noch eine Frage gekannt. Ja, und was? Wo kommt der beste Käse her? Ja, ich denke aus Österreich. Bist du denn wahnsinnig? Er kommt aus der Schweiz? Ich weiß nicht. Ich habe auch schon guten Käse aus Österreich gegessen. Der beste Käse kommt sicherlich aus der Schweiz. Da kannst du dir sicher sein. Und jetzt bring ihn mir mal bitte. Ich habe so einen großen Hunger gehabt. Hier hast du ihn. Genieß ihn. Merci, vielen Dank. Jetzt hau ich erstmal richtig ein. Ich hab nämlich einen Mordshunger gehabt. So, jetzt lass es mir schmecken und wir sehen uns in einer Stunde wieder. Okay, dann guten Appetit und viel Spaß mit dem Käse. Merci beaucoup, merci. Der duftet schon super lecker. Ich werde mir ihn jetzt komplett reinpfeifen. Los! Wie der Stefan Bergmann schon sagte, Käse hier, Käse da, Käse schmeckt so wunderbar. Guten Appetit! Ach ja, da kommt ja der Thilo. Grüezi zusammen! Hi, na, was gibt's? Ich hab mal wieder eine Frage. Ja, und was gibt's? Komm, raus mit der Sprache. Ich wollte fragen, was dieses superli schöne Häusli hier kostet. Das Haus ist nicht zu verkaufen. Mir gefällt das Häusli so gut, ich könnte es den ganzen Tag anschauen. Es ist das schönste Häusli, das ich je gesehen habe. Ich würde dir dafür auch ein super Preisli zahlen. Sag mir, wie viel du willst, Liebes. Ich gebe dir alles. Für dieses Zuckerli-Süßli-Haus gebe ich dir viel, viel Geld. Okay, dann sagen wir 300.000. Na klar, das kriegst du. Aber ich krieg die Schlüsseli. Die bekommst du. Oh, schau nur, da kommt unser neuer Gast. Super, hast du die Betten schon gemacht? Na klar, es ist alles vorbereitet. Okay, wir müssen ihm nur noch sagen, wie viel das Zimmer kostet. Guten Tag. Boah, war das anstrengend, hier hochzukommen. Puh, jetzt bin ich froh, dass ich hier bin. Ich würde mich gleich gerne ins Bett legen. Na klar, aber als erstes müssen Sie bezahlen. Okay, und was macht das? Die Übernachtung kostet 100 Franken. Was? Sind Sie denn verrückt? Für 100 Franken? Das ist ja umgerechnet. Wie viel ist das? 110 Euro? Da kann ich in einem 5-Sterne-Hotel schlafen. Mann, Mann, Mann. Ist das alles so teuer hier in der Schweiz? Nein, ist es nicht. Nur Deutschland ist so günstig. Ich fahre über die Grenze. Was kostet denn dort einen, sagen wir mal, ein Schokopudding? Ungefähr 50 Cent. Was? So günstig? Ja, und Käse ist auch nicht so teuer wie hier. Wir müssen sofort nach Deutschland fahren. Wir brauchen Käse und noch mehr Pudding. Schnell ans Auto und dann ab nach Deutschland. Ich wollte doch hier schlafen. Kann ich jetzt nicht mehr hier übernachten? Doch, klar. Aber als erstes müssen Sie 100 Franken zahlen. Okay, dann gebe ich sie Ihnen, wenn das so üblich ist. Mann, 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 hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich in der Natur übernachtet. Schnell, ich will nach Deutschland. Ich will mir noch ein bisschen Schoki und Käse kaufen. Für uns Schweizer ist Deutschland ein Paradies. Da nichts wie über die Grenze und zum Einkaufen. Ach ja, jetzt erstmal die schöne Natur hier genießen. Ach, das ist schon ein Traum jedes Mal, wenn ich hier hinkomme. Und ist es bequem hier? Ja, ist echt super. Nach so einer langen Wanderung bin ich echt froh, auf einer Bank zu sitzen. Und wer hat die Bank erfunden? Wie? Die haben sie doch selbst gebaut, oder? Natürlich, die Schweizer. Die haben alles erfunden. Wer hat das Zuckerli-Bonbon erfunden? Keine Ahnung, vielleicht ein Franzose? Nein, die Schweizer waren es gewesen. Wollen sie mich für dumm verkaufen? Die Schweizer haben doch nicht alles erfunden. Na klar, da kannst du mir aber glauben. Ich habe auch das Haus erfunden und das Rad und das Auto. Oh, okay. Ich beziehe jetzt erstmal mein Zimmer. Das wird mir zu bunt hier. Ich glaube nicht, dass die Schweizer das alles erfunden haben. Ganz ruhig. Jetzt lass ihn doch erstmal ankommen. Du hast recht. Dann genießen Sie erstmal Ihr Zimmer hier. Alles klar, danke. Als ob die Schweizer alles erfunden hätten. Das glaube ich ja irgendwie nicht. Was ist das eigentlich immer für ein Wort, was du da benutzt? Du meinst Bro? Ja genau, was soll das heißen? Sag mal, kannst du kein Englisch? Na klar kann ich Englisch, aber was soll denn Bro heißen? Bro steht für Bruder. Das heißt Bro. Nein, das heißt Bro. Sag mal, willst du mich für dumm verkaufen? Kein Engländer sagt Bro. Jeder Engländer sagt Bro. Da muss ich ihrer Frau zustimmen. Das heißt Bro. Das glaubst du doch selbst nicht. Bei uns unten in Zürich sagen auch alle Bro. Also ich werde weiter Bro sagen. Aber noch was, dein Rucksack, der ist hurgeil.
Was ist mit meinem Rucksack? Dein Rucksack ist hurgeil. Nicht falsch verstehen, das heißt sowas wie sehr cool oder mega geil. Ach so, ich dachte, er beleidigt mich schon. Okay, alles klar. Mann, ihr habt ja komische Ausdrücke. Na gut, ich gehe jetzt schlafen. Ich würde mich in 2 Stunden über ein Mittagessen freuen. Alles klar, dann legen Sie sich hin und genießen Sie die frische Bergluft. Das mache ich. Alles klar, Bro. Bis nachher.